Ein herzliches Hallo zusammen und willkommen zurück zu einem weiteren Let's Play von Storm Chasers. Nach einer langen Pause und nach meinem ganzen Ärgernis über meine Aufnahme wollte ich jetzt mal wieder ein Let's Play machen, nämlich via Storm Chasers. Was ja bei Just Cause 3 irgendwie nicht mehr so funktionieren möchte. Aber wir haben ja hier noch hier Storm Chasers und wir werden jetzt wir ein bisschen auf die Jagd gehen. Nämlich auf die Jagd nach Tornados. Aber bevor es losgeht, lasst ein Like und ein Abo da und dann würde ich sagen, let's go. So, hier sind wir wieder, hier mit einem Tornado, der sich hoffentlich bildet. Nee, ich hatte schon die Hoffnung, aber hier haben wir wieder so verdammten scheiß Hagel, da wo ich absolut keine Lust drauf habe. Ich hätte schon mehr so gehofft, dass ein Tornado kommen würde, aber das ist leider doch nicht der Fall. Außer da hinten, aber das lohnt sich doch sowieso nicht mehr. Ich überlege mir jetzt hier jetzt runterzufahren und dann zu schauen. So, wie schon gesagt, wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, um kein Video mehr von mir zu verpassen. Okay, weiter geht's. Mit hoffentlich jetzt ein bisschen mehr Glück. Oh, das sieht doch schon recht gut aus da, oder? Ich hoffe, der Tornado bleibt erhalten. Sieht eigentlich ganz gut aus, also möge die Jagd beginnen. Nee, es gab auch in den letzten Tagen Probleme mit meinem OBS. Und ich hatte da tagelang Probleme. Naja, hoffen wir, dass es jetzt mal besser wird. Na, das sieht mir dann nach einem EF2 aus oder so. Na gut, testen möchte ich das jetzt nicht. Aber ich gehe mal davon aus, dass es Richtung EF1 jetzt geht, weil der ist ja wieder schmaler geworden, der Tornado, und jetzt löst er sich leider wieder auf. Schade eigentlich.
Ich hätte mir echt besser vorgestellt heute. Naja, was nicht ist, kann ja noch werden. So, wir haben zumindest hier Geld, damit wir zumindest hier den Hagelschaden wegmachen können. Ja, wichtig. Richtig und wichtig, Leute. So. Okay. Ich gehe jetzt wieder auf einen angestammten Parkplatz hier. Und werde mich wieder dumm warten, bis was kommt. Und sobald was kommt, sehen wir uns dann wieder. Bis gleich. So, hier sind wir wieder. Wie ihr hier seht, ist es hier nachts geworden. Also, aber wir haben ein Tornado. Das war nur so ein kleiner Bummi, aber egal. Wir haben jetzt immerhin wieder ein Tornado. Und das ist das Wichtigste. So, an dem bleiben wir jetzt auch erstmal dran, weil das ist im Moment das Bestmögliche, was ich hier kriegen konnte. Und es sind jetzt noch zwei neue dazugekommen, also Mitspieler. Na gut, der ist noch aktiv, das ist gut. Ja. Aber groß ist er nicht so, nicht gerade. Was ich auch ziemlich schade finde. Ja, da kommen die beiden Halunken ja. So, wichtig ist jetzt erstmal den Akku jetzt zu wechseln. Damit wir. Endlich mal wieder ein paar Fotos mehr machen können. Kommen wir von jetzt auch noch ein bisschen näher ran. Aber den Quatsch, den der Kollege da hinten macht, den lassen wir sein.
Also hier da reinzufahren und das Ganze. Das lassen wir lieber, weil wir sind ja hier nicht lebensmüde. Aber trotzdem verfolgen wir den Tornado noch ein bisschen. So, ein bisschen näher ran geht noch. Junge, du spielst mit dem Tornado, weißt du das? Das würde ich an deiner Stelle nicht riskieren. Was top. Was ist los? Die machen sich ja schon wieder alle. Oh, da bilden sich ja neue Zellen. Interessant. Na gut, aber bis sie sich da gebildet haben, kann ja noch ein bisschen dauern. Deshalb würde ich mal gerne mal in diesen Kern hier reinfahren. Gucken, ob hier noch eventuell noch was geht. Scheinbar nicht. Na? Oh, da könnte interessant werden später und hier und über Korvorn. Komm, wir verlassen mal das Gebiet hier und dann geht's hier jetzt erstmal zur Straße zurück. Auch wenn der Twister da hinten noch aktiv ist, aber aktiv werden da hinten übrigens auch, im Übrigen jetzt auch noch neue Zellen. Ich hoffe, dass die nachher bessere Tornados hergeben. So, fahren wir da erstmal wieder hin und dann gucken wir mal, was geht.
So, wir beobachten das hier mal alles. Aber ich sehe schon, die Zelle, die baut sich so langsam auf. Na, auch da könnte was gehen. Auch wir bleiben mal hier und dann. Sehen wir mal, was kommt. Ja, Hagelschwer, ey. Ich fass es nicht. Oh. Eine Superzelle. Ja, doch, man sollte wissen, aus Superzellen kommen meistens oft auch wunderschöne Tornados raus. Also fahren wir da jetzt mal rein. Na gut, nach dem Twister sieht's hier leider nicht aus. Deshalb fahren wir mal weiter. Weil diese ganzen Hagel. Scheiße, Alter, der geht mir langsam auch irgendwie auf den Sack. Der Tornado kann sich ja gerne melden, wenn er kommt und aktiv ist. Und dann bin ich auch wieder bereit zurückzufahren. Keine Ahnung, ich sehe jetzt hier null. Oh. Let's go. Genau darauf, da habe ich doch nur gewartet. In der Zelle sich jetzt mal ein Tornado entwickeln könnte. Das heißt ja noch lange nicht, dass es ein Tornado wird. Ja, Prost Mahlzeit. Ich erstmal wieder zur Tanke fahren und zu tanken, ey. Ich glaube, ich spinne. So. Voller Tank, sehr, sehr wichtig immer.
Und dann schauen wir mal, weil der Tornado scheint wohl sehr aktiv zu sein. Wie hat der scheiß Hagel dabei, der nimmt uns immer die Sicht. Und so ist ja auch teilweise Baseball große Hagelkörner. Ja, der zieht hier weiter. Oh. Er ist größer geworden, Digga. Aber du hast ja immer noch keine klare Kategorie, was es sein könnte. An EF2, jawohl. So, wir ziehen uns hier jetzt erstmal hier ein bisschen zurück, weil keine Ahnung, das kann halt unberechenbar sein. Genauso wie der Hagel, der ist auch mal sehr unberechenbar. So, let's go. So, raus hier wieder. Und die Zelle, weil diese Zelle, die schmeckt mir absolut nicht. Gerade wegen diesen Hagelschaden, den wir dann hier wieder mit uns tragen, können wir erstmal wieder das Auto reparieren. Okay, let's go. Wo wartet er da hinten? So, wir fahren mal wieder zu diesem Tornado zurück. Stopp. Das ist wirklich nah genug. Ganz abgesehen davon ist das ein EF2 und dann wieder mit Hagel im Gepäck.
mir auch langsam wieder auf den Senkel geht. Oh ja, da bildet sich noch was. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Dann riskieren wir es mal wieder dahin zu fahren. Ja, you know it, Oh, das war knapp. Das war sehr, sehr knapp gerade. So, dann fahren wir jetzt erstmal. Hier lang. Dann warten wir hier erstmal. Na, wo zieht der Tornado jetzt lang? Schauen wir mal. Ja, guck, der wohl wieder die Windrichtung geändert. Ja. So ist es. Nichtsdestotrotz wollen wir hier nochmal reinfahren und dann. Gucken, ob hier noch was geht. Ja, aber hier geht wohl nichts mehr. Ja, das war heute irgendwie traurig, ey. Moment mal, Kurven. Digga, ey, da muss ich hin, da muss ich hin. Mal schauen, was da so geht. Ja gut, das ist jetzt auch heute irgendwie nicht so der perfekte Tag zum Stürme jagen, aber naja. Man hat mal solche Tage, aber es kommen auch wieder bessere Tage.
So, weiter geht es noch. Immerhin hier das OBS-Studio funktioniert heute wieder viel, viel besser. Nee. Naja, was soll man dazu sagen? Leider soll es auch heute nicht sein, aber ich bin mir sicher, es wird dann in den nächsten Videos wieder besser werden. Wenn ihr trotzdem noch mehr davon sehen wollt, lasst ein Like und ein Abo da und dann würde ich sagen, bis dahin und haut rein. Euer Marcel Let's Play.